Ja, einen recht schönen guten Abend. Und es hat ja gewisse Tradition, dass bei Großprojekten die Angabe der Kosten am Anfang immer sehr viel gelogen wird. Und ich habe ein Lied geschrieben, das heißt, sag mir die Wahrheit. Das war zwar nicht der Anlass für Großprojekte, das hat ein bisschen anderen Hintergrund, aber es passt einfach wunderbar. Sag mir die Wahrheit. Ein guter Freund, sprich zu mir wie ein Kumpel, sprich zu mir wie mein größter Feind, sprich zu mir aus dem Dunkeln, sprich zu mir wie die eigene Frau, sprich zu mir wie eine Nonne, sprich zu mir im eigenen Bau, sprich zu mir mit Bonn. Aber sag mir die Wahrheit, mit Lügen kannst du bei mir nicht bestehen. Sprich zu mir wie ein kleines Kind, sprich zu mir auch gegen den Wind, sprich zu mir wie ein versiegeltes Buch, sprich zu mir auch im Widerspruch. Aber sag mir die Wahrheit, Lügen kannst du dir selber erzählen. Aber sag mir die Wahrheit, mit Lügen kannst du bei mir nicht bestehen. Sag's mir in Sprachen, die ich nicht verstehe, mal es in Bildern, die ich nicht seh. Mir ist egal, ob du singst oder schreist, es bringt mich nicht um, wenn dein Wort mich zerreißt. Sag mir die Wahrheit, Lügen kannst du dir selber erzählen. Aber sag mir die Wahrheit, mit Lügen kannst du bei mir nicht bestehen. Aber sag mir die Wahrheit, Lügen kannst du dir selber erzählen. Aber sag mir die Wahrheit, mit Lügen kannst du bei mir nicht bestehen. Vielen Dank. Es gibt ja immer noch Menschen, die glauben, dass wir in einer Demokratie leben, dass wirklich der Wille des Volkes sich in den Parlamenten widerspiegelt. Ja, das war auch mal so, bis dann der Wirtschaftsliberalismus sich durchgesetzt hat und die Lobbyisten die Macht übernommen haben. Wir leben heute in einer Lobbykratie. Die Lobbyisten, die gehen in den Parlamenten aus und ein, und wenn wir als Volk ins Parlament wollen, haben wir einen Besucherbereich und müssen uns ausweisen. Und die Lobbyisten, die geht es schon so weit, dass die Gesetzesvorlage vorschreiben und dann von den Gesetzgebern übernommen wird. Beispiele gibt es genüge, vom Dieselskandal bis zum Glyphosat und so weiter und so fort. Und das haben wir alles zu verdanken den hochbezahlten Lobbyisten. In die Mottenkiste, vernagelt, verschraubt und verblockt, damit unsere Demokratie nicht verkommt. Wir wissen, wie Demokratie funktioniert. Wir wählen aus, wer uns regiert. Nur Lobbyisten, die haben kein Mandat. Darum fragt man die auch öfters um Rat. Die Parteien funktionieren wie geschmiert. Keiner sein Gesicht dabei verliert, wenn irgendwo eine Entscheidung ansteht, in Kassen sich einiges bewegt. Hochbezahlte Lobbyisten gehören in die Mottenkisten, vernagelt, verschraubt und verblockt, damit unsere Demokratie nicht verkommt. Wo
Gesetz sind alle gleich. In Verfassungen steht dieses schwarz auf weiß. Doch von Politikern, da haben wir es oft gehört, dass Gleichmacherei alles zerstört. Ich will hier keine Namen singen. Sie würden mich vor den Kadi bringen. Und ich weiß nicht, ob unsere hohen Instanzen völlig unabhängig tanzen. Hochbezahlte Lobbyisten gehören in die Mottenkisten. Vernagelt, verschraubt und verblombt, damit unsere Demokratie nicht verkommt. Damit unsere Demokratie nicht verkommt. Damit unsere Demokratie nicht verkommt. Ja, vielen Dank. Mein aktuelles Programm heißt Mit 60 auf lautschleichen Boden, gibt es auch auf CD. Und da sind die Lieder auch drauf, die im Spiel. Wobei der Titel Mit 60 etwas geflunkert und gelogen ist, denn ich habe die Lieder mit 59 geschrieben. Ich hatte panische Angst, mit 60 fällt mir nichts mehr ein. Und als ich dann mit 59 so meine älteren Geschlechtsgenossen beobachtet habe, habe ich doch einiges Kurioses und einiges Lustiges dabei entdeckt. Muss aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Beschreibungen in diesem Lied die anwesenden Herren natürlich nicht angesprochen sind, sondern natürlich immer die anderen mit 60. Wenn alte Männer klagen über ihr Unbehagen, und das gibt's mir so sein wie früher. Das Herz und auch der Magen, die Drüsen und die Versagen, der Arzt wird uns zum Reiseführer. Männer und wie dieses sind nicht schön, die gehen mir auf den Sack, ich kann's nicht mehr hören. Denn mit 60 ist doch gar nicht so schlecht. Manchmal hat's man auch recht. 60 hat auch viel Gutes. Es gibt nicht mehr so viel Absolute. 60 ist doch gar nicht so schlecht. Man erscheint es nervengebrecht. 60 spricht die Erfahrung und nicht des Kopfes Behaarung. Und dann die Kompensation. Naja, Sie wissen schon, mit Frauen, die in jungen Jahren. Es folgt der Wahlbericht und das bei dem Gewicht herbeigezogenen, nicht vorhandenen Haaren. Männer und wie dieses sind nicht schön, die gehen mir auf den Sack, ich kann sie hören. Denn mit 60 ist doch gar nicht so schlecht, weil ein starkes Nervengeflecht. Mit 60 hat man schon mal gespielt und hat bis jetzt überlebt. 60 ist nicht zum Kotzen, man kann so wunderbar motzen. 60 ist doch auch weiter, die Jungen kämpfen jetzt auf der Leiter. Ersatz für Testosteron ist die Harley Davidson. Was man nicht mehr fühlt, das muss man hören. Auf Tour im Männerrudel, mit lautem Soundgedudel, dieser Lärm ist nur zum Abgewöhnen. Männer und wie dieses sind nicht schön, die gehen mir auf den Sack, ich kann's nicht mehr hören. Denn mit 60 genießt man die Ruhe, braucht keine Boxerhandschuhe. 60 ist nicht das Ende, was kommt, spricht auch noch Bände. 60 macht doch auch Freude, man lebt im Jetzt und im Heute. 60 ist doch gar nicht so schlecht, erloschen ist das Rückgaberecht. Ja, mit 60, ich fühle mich prächtig. Ja, mit 60, ich fühle mich prächtig. Dankeschön. Vielen Dank, Rainer Markus Wimmer, kabarettistisch-poetischer Liedermacher und Autor aus Karlsruhe.
Schön, dass es heute klappt. Das letzte Mal, als er hier spielen wollte, hat ihn die Deutsche Bahn versetzt und seinen Zug ausfallen lassen. Heute ist er da. Leider hat er in nächster Zeit keine Termine, die ich ansagen könnte. Deswegen hat er ein paar CDs mitgebracht. Wem es gefällt, darf sich da gerne welche holen. Holen darf sich auch jemand diesen Schirm, ein schwarzer Schirm, der sicherlich nicht heute gebraucht wird, aber vielleicht regnet es mal wieder und derjenige, der ihn verloren hat, kann ihn sich holen. Guten Abend, mein Name ist Michael Becker. Ich freue mich, dass ich nach dreimonatiger Verletzungspause wieder auf die Bühne klettern kann und die 369. Montagsdemo unter dem Motto "Wir lassen nicht locker" moderieren darf. Heute spricht zu uns ein Stachel im Fleisch der Mächtigen, das IAK-Kaktus-Mitglied Jürgen Klafke. Sowie der einzige Flaneur der Welt, der in Cowboy-Stiefeln durch die Viertel ziehend und so treffend die politischen Verhältnisse von Stadt und Land beschreiben kann. Und zwischendurch lassen wir uns die Laune von Rainer Markus Wimmer mit ein paar Wimmericks aufbessern. Laune aufbessern kann ich gut brauchen, besonders wenn ich an die evangelische Kirche und ihren Kirchentag zum 500. Lutherjubiläum denke. Lang ist's her, dass sich Luther mit der Obrigkeit angelegt hat. Im modernen Ablass nimmt die evangelische Kirche Millionen vom Volkswagen-Konzern als Jubiläumspartner dankend an. Und er lässt ihm dafür die Versündigung an der Gesundheit der abgaseinatmenden Geschöpfe durch ihre manipulierten Dreckschleudern. Widerlich. Schön, dass wir in Stuttgart nicht nur Bräuchles, Tunnelsegner und bei der Sonntagsarbeit auf den S21-Baustellen weggucken Kirchenobere, sondern auch die Theologinnen gegen S21 haben. Diese hören nicht auf, gegen das unsinnige Projekt zu mahnen und laden während des Kirchentags in Berlin jeweils von 18.45 Uhr bis 19.15 Uhr am Donnerstag den 25., Freitag den 26. und Samstag den 27. Mai auf dem Potsdamer Platz vor der DB-Zentrale zum Schwabenstreich ein. Unterstützt werden Sie von den Berlinern Schwabenstreicherinnen und bitte machen Sie es publik von vielen Kirchentagsbesuchern. So, nun wird uns Jürgen Klafke von der Arbeit der Kaktusgruppe bei der IHK berichten. Danke. Liebe Freundinnen und Freunde des Kopfbahnhofs, zunächst mal danke, dass ich heute zu euch sprechen darf. Kleine Bemerkung, wem das euch zu persönlich ist, ersetzt bitte selbst durch Sie oder Entsprechendem. Bei dieser Regelung redet es sich einfach leichter. Und noch ein Hinweis. Es gilt bei dieser Rede das geschriebene Wort. Falls mal jemand glaubt, etwas missverstehen zu müssen. Zu meiner Person. Ich bin Qualitätsberater in der Altenpflege, wäre auch ein schönes Thema für eine Montagsdemo. Und als Mitglied der Kaktus-Initiative zum zweiten Mal in die Vollversammlung der IHK Region Stuttgart gewählt. So einfach war das gar nicht. Und das, obwohl die IHK Stuttgart eine Menge getan hat, um den Erfolg von 2012, damals kamen wir von 0 auf 22 Sitze, zu verhindern. Man hat zum Beispiel Wahlgruppen beschnitten, neu zusammengesetzt, in der Hoffnung, dass uns dann die Wähler und Wählerinnen ausgehen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, aus 22 Sitzen wurden 33 von 100. Und wenn wir über die IHK Region Stuttgart reden, sind wir schon bei Herrn Schmalzel. Er soll nämlich Hauptgeschäftsführer bei der IHK Region Stuttgart werden, als Nachfolger von Andreas Richter. Und beim Richter, da war doch was. Richtig.
Richter war derjenige, der 2011 ein Riesentransparent an die IHK hängen ließ mit Werbung für Stuttgart 21. Ist ja gut ausgegangen. Und dagegen hatten viele Unternehmer in der Region etwas, das war nämlich nicht ihre Meinung. Und sie waren auch Mitglied in der IHK, zwar zwangsweise so wie ich, aber eben Mitglied. Und so klagten wir mit dem Mitglied der Kanzlerinitiative Clemens Warlock dagegen mit den Worten: Dieses S21-Banner missachtet Minderheitenmeinung und spricht somit nicht für die ganze IHK und muss deshalb weg. So. Und es gibt noch Erstaunliches aus diesen Ländern zu berichten. Das Gericht gab uns recht, das Riesending musste abgehen. Das war noch nicht alles, das war noch nicht alles. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart attestierte der IHK Stuttgart nämlich objektive Untreue. Allein, ja, man hat Geld ausgegeben für Dinge, die man nicht ausgeben durfte, und das ist dann Veruntreuung. Allein der Umstand, dass kein Vorsatz zu erkennen sei, rettete den Hauptgeschäftsführer Richter vor einer Verurteilung. Hier haben wir Glück. Und im März dieses Jahres hat die IHK mit der Kanzlerinitiative in einem Prozess vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart zugegeben, in zwei Pressemitteilungen mal wieder nicht korrekt gehandelt zu haben. Wir sehen also, diese Damen und Herren bedürfen der ständigen Beobachtung. Nun geht Herr Richter in den Ruhestand. Nicht wohl verdient, aber wohl bezahlt. Damit sind wir wieder bei Herrn Schmalzel. Herr Schmalzel ist wie bekannt Jurist, war zwischen 2005 und 2008 Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz und Regierungspräsident des Regierungsbezirks Stuttgart von 2008 bis zum 31. Mai 2016 und auch dafür verantwortlich, dass die Anhörung auf des Filner Bahnhofes nicht verlängert wurde. Er seit dem 1. Oktober 2016 Ministerialdirektor im Bundesfinanzministerium. Ministerialdirektoren sind Leute, die ein Gehalt von B9 bekommen, das liegt weit über 100.000 Euro, und verschiedene Aufgaben wahrnehmen müssen. Herr Schmalzel ist unter anderem als Ministerialdirektor zuständig für die Unternehmensbeteiligung des Bundes und auch in diesen GmbHs und Aktiengesellschaften im Vorstand bzw. Aufsichtsrat. Er sitzt also nicht nur im Aufsichtsrat der Bundesdruckerei, sondern auch im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn. Wie eng doch alles verflochten ist. Und das soll alles nur ein Zufall sein. Herr Schmalzel soll nun Hauptgeschäftsführer der IHK Stuttgart werden. Und da darf die Frage gestellt werden, mit direktem Draht zu unserem Bundesfinanzminister Schäuble. Schäuble, Schmalzel. Gibt es da schwäbische Verbindungen der besonderen Art? Erklärt das, warum es 199 Bewerbungen für diesen Posten gab, aber nur zwei erst wert waren, genauer überdacht zu werden, und übrig blieb nur ein Herr Schmalzel? Wir lassen nicht locker. Und um mal dem Ministerpräsidenten Kretschmann zu zeigen, wie man korrekt Sprüche kloppt: Der Käse ist noch lang nicht gegessen. Wie macht man das? Zunächst einmal fällt auf, dass im Verhalten der IHK Stuttgart und der Deutschen Bahn bezogen auf Stuttgart 21 viele Gemeinsamkeiten gibt. Da werden zum Beispiel Fakten ignoriert oder in Hinterzimmern Entscheidungen getroffen, wozu man im allgemeinen Sprachgebrauch sagt, mauscheln oder kummeln. Und die Öffentlichkeit nur mit dem zu versorgen, was in ihrem Sinne scheint oder ist. Ja, es entsteht der Eindruck, und wer möchte diesem Eindruck widersprechen, dass die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft in einer eigenen Welt leben, wo wir, egal ob kleiner Unternehmer oder Arbeitnehmer oder Rentner oder einfach gesagt wir, gar nicht wahrgenommen werden. Der Stimme zwischen den Stimmabgaben beraubt. Das muss nicht bleiben. In der IHK wurden bis heute alle Anträge der Kanzlerinitiative zu Stuttgart 21
und fast alle anderen Anträge IHK pauschal abgelehnt oder einfach nicht behandelt. Sie wurden immer wieder ans Ende der Tagesordnung geschoben. Und wenn dann die Sitzung zu diesem Tagesordnungspunkt kam, war sie dann aus Zeitgründen für beendet erklärt. In der letzten Sitzung haben wir mal wieder gehandelt. Als genau das wieder drohte, sind wir einfach aus der Sitzung ausgezogen. Und da wir mittlerweile so viele sind, war die Sitzung beschlussfähig. Und noch etwas. Wir hatten das Interesse der Presse und damit auch den Druck auf die IHK-Oberen erhöht. Und dass wir heute über Herrn Schmalzel hier und woanders reden, ist auch das Verdienst der KT. Ein bisschen Selbstlob sei gestattet. Wir sind zäh. Wir sind unermüdlich aktiv. Wir machen uns sachkundig. Wir hinterfragen. Kurz gesagt, wir schaffen also unsere eigenen Spielregeln und damit nerven wir, schaffen Verunsicherung bei den hohen Damen und Herren, sind für sie nicht greifbar und die Wahl bestätigt unseren Erfolg. Wenn er denn auch immer aus kleinen Schritten besteht, das aber unermüdlich. Und damit haben wir sehr viele Parallelen zur Bewegung Umstieg 21. Da gibt es aber noch etwas. Vor rund 230 Jahren sagte ein großer deutscher Philosoph Immanuel Kant etwas, was uns hilft, uns zu stärken. Kant formulierte die Gedanken der Aufklärung so: Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Denn nur so könne der Mensch sich aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien. Diese Unmündigkeit findet auch ihre Ursache in einem Mangel an Beschlusskraft und Mut, sich aus der Bevormundung durch andere zu befreien. Das heißt also, Unmündigkeit ist wie Vormundung durch andere. Doch leider ist es so, dass es für viele Menschen bequemer ist, andere für sich denken und handeln zu lassen. Dann ist man vermeintlich für ein Scheitern auch nicht verantwortlich. Und das Scheitern droht ja permanent in unserer Gesellschaft. Darauf baut die Deutsche Bahn, wenn sie im Zusammenhang mit Stuttgart 21 Nebelkerzen wirft, Fakten ignoriert und einfach durchmarschieren will. Wir brauchen also noch mehr mutige Menschen. Und lasst uns einmal über die Spielregeln nachdenken. Normalerweise sieht es doch so aus: Wenn was passiert, wird es in der Regel von den Verantwortlichen ausgesessen, bis es in der Versenkung verschwindet. Oder andersrum gesagt, die sitzen aus, bis der Hintern glüht. Was hindert uns daran, die Spielregeln so zu verändern, dass wir gleichberechtigt mitspielen können? Denn es gibt Veränderungen, die die Karten neu verteilen können. Dieselgate, Feinstaub, sonstige lebensunruhe Abgase. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt aufgrund der Anzeigen von Einsatz von Löper und anderen gegen die Bahnverantwortlichen. Und vielleicht ja auch bald gegen weitere Aufsichtsratsmitglieder. Und damit auch gegen Herrn Schmalzel. Und wir brauchen keinen Hauptgeschäftsführer, gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt. Was können wir denn tun? Was hindert uns daran, jeden Sonn- und Feiertag die Kirchen darauf hinzuweisen, dass es ihre ureigenste Verantwortung ist, für die Sonn- und Feiertagsruhe einzutreten und diese nicht für einen mehr als faulen Kompromiss an die Demet zu verderben? Machen wir es immer wieder, Sonntag für Sonntag, Feiertag für Feiertag. Das sind Tropfen auf den heißen Stein, die zum Rinnsal werden, die zum Fluss werden können. Wozu gibt es schließlich Post- und E-Mail-Verkehr? Wozu gibt es die gelbe Karte, das sogenannte Ideen- und Beschwerdemanagement der Stadt Stuttgart? Nutzen wir es doch einfach jedes Mal, wenn uns S21 negativ auffällt und immer wieder, das dürfte auch nicht schwer sein. Der Briefkasten vom UB muss überlaufen. Wie viele Anfragen und Beschwerden über Lärm, Dreck und sonstige schlechte Auswirkungen von S21 sind an Frau Alice Kaiser, das ist nicht die Alice im Wunderland, der Bürgerbeauftragte von Stuttgart 21 von uns gegangen? Müssten es nicht einige mehr sein? Denn wie oft ärgern wir uns, haben wichtige Fragen und keine Antworten. Wir haben also allen Grund, einfach aktiver zu werden. Lasst uns wieder aktiver werden.
Lasst uns ein großes Fest feiern, wo wir uns alle treffen, die für ein besseres Stuttgart eintreten. Für den Kopfbahnhof, für eine saubere Luft, für bezahlbaren Wohnraum, für eine lebenswerte Stadt, von der wir so weit entfernt sind, aber für die es zu kämpfen lohnt. Das haben wir Kapitän schnell verstanden. Beharrlichkeit und ständiges Nachfragen, immer und immer wieder, und die gleichen Fragen nach den tatsächlichen Hintergründen führen nicht nur zu interessanten Ergebnissen, sie nerven auch den politischen Gegner. Und damit kommt man bei der Gleichheit, bei den Spielregeln langsam, aber tatsächlich näher. Seid Sand im Getriebe der Herrschenden. Überdenkt die Spielregeln, nachdem wir mitspielen dürfen. Überlegt bessere Spielregeln. Lasst nicht locker, wir bleiben oben. Danke. Vielen Dank, Jürgen Klafke. In den kommenden Wochen wird das Fahrrad Stuttgart erobern. Seien Sie dabei, wenn am kommenden Sonntag eine landesweite Sternfahrt unter dem Motto Fahrradstadt Feinstaub stattfindet. Die Routen finden Sie zum Beispiel auf der Homepage des ADFC. Am 2. Juni wird dann die Fahrradbewegung Critical Mass vom Feuersee aus wieder durch die Stadt radeln. An der Mai-Ausfahrt haben über 1000 Radler teilgenommen. Herr Kaufmann, fordern Sie ruhig, die Fahrradwege wieder abzuschaffen. Wir fahren sowieso lieber auf der Straße. Politischen Situationen kann ich nur sagen, genau so muss es sein. Wir müssen sein, im Getriebe sein. Und was macht man als Liedermacher mit Ideen, die man nicht in Liedform bringen kann? Man schreibt Gedichte. Das habe ich gemacht, und bei meinem Nachnamen Wimmer war es naheliegend, die Wimmericks zu nennen. Das sind meistens Wortspiele, so zum Beispiel, weil ich phonetische Vielfalt von Worten hören. Zum Beispiel, was ruft ein Biobauer, wenn er auf einen Brief wartet? Ist doch logisch, Kompost. Und so in der... Und ein bisschen was aus dem politischen Bereich, die Kuh. Die Kuh, sie steht im Stall, manchmal auch auf der Wiese, macht Mu von Fall zu Fall, daran erkennt man diese. Politiker, sie leben gern im Streit, auf dass der Wortschwall sich ergieße. Sie nehmen Geld von Zeit zu Zeit, daran erkennt man diese. Ja, und ich habe es ja vorhin schon angedeutet in meinem Lied, die hochbezahlten Lobbyisten, die Hochfinanzen und die Großkonzerne, die haben ja eigentlich die Macht übernommen. Und man kann eigentlich gegen diese Großkonzerne fast gar nichts mehr machen. Man kann sie boykottieren, fällt nicht immer leicht, aber einen, den man boykottieren kann, das ist ein schwedisches Möbelhaus. Und dazu habe ich ein kleines Liedchen geschrieben. Und zwar, warum? Weil ich 80 Mal gebeten wurde, ich solle doch da was mitbringen. Frisch verliebt kam ich dann in dieses Kaufhaus und ich dachte, ich muss 100 Kilometer laufen, um was zu finden, und nochmal 100 Kilometer, um zurückzufinden. Das war nicht mein Einkaufsverhalten, und da habe ich mir geschworen, dass ich diesen Laden niemals nicht vertreten werde. Und das Lied, das daraus entstanden ist, aus dieser Frustsituation, ist, heißt, da wo ich wohne, ist IKEA freie Zone. Meine Bücher stehen niemals nicht im Billigregal. Es sind nur gute Bücher, da ist das ganz normal. Meine Schuhe stehen niemals nicht im Gepäckschrank. Sie danken's mir mit Wohlgefühl, Gott sei Dank. Mein Körper lag noch niemals nicht im Volldall weggestellt. Und keine Melodielampe macht bei mir hell. Meine Kleider hängen niemals in der Pax Ugdal. Die Nähte würden reißen, das wäre doch ganz normal. Nein, da wo ich wohne, ist die kehrfreie Zone. Da wo ich hause, hat die Kehr immer Pause. Da wo ich liebe, wo die Kehr keine Liege. Da wo ich lebe, wo die Kehr keine Striebe. Mein Besteckkasten
heißt sicher niemals rationell. Er ist nicht von Ikea, daher sehr funktionell. Meine Bettdecke heißt sicher niemals Müsakäs. Denn überall und immer gibt es Besseres. Das Windelbettgestell hat letztlich nur einen Zweck. Es ist und bleibt der angesagte Mädchenschreck. Bedingele, was ist gleichzeitig Sofa und Bett? Wenn du da eine reinkriegst, heißt sie sicherlich Chanel. Es gibt nur Glückshormone in Ikea-freier Zone. Da, wo ich mause, hat Ikea immer Pause. Da, wo ich esse, geht Ikea auf die Fresse. Da, wo ich schlafe, Ikea eine Strafe. Ich trau Ikea alles zu, drum bin ich auf der Hut. Lies jeden neuen Katalog, aber immer mit Wut. Auf Anfrage gibt sich Ikea äußerst wortkarg. Aber ich bin sicher, die planen einen Ikea-Sarg. Zum selber bauen und ohne Rückgaberecht. Der Name könnte lauten, verwies dies Möhre Brecht. In diesem will ich niemals liegen, es wär ewig raus. Drum schrei ich hier und heute mein Testament hinaus. Auch in meinem Grabe gilt diese Vorgabe. Auch wenn ich erkalte, bestehen diese Vorbehalte. Auch wenn ich verwiese, bleibt die Kehr an die These. Und bis zum jüngsten Gericht auf Ikea nicht der Pick. Älter werden ist ja nichts Neues. Das machen wir seit unserer Geburt. Allerdings, das Empfinden darüber ist sehr unterschiedlich. Als Jugendlicher möchte man schneller älter werden, um endlich alles zu dürfen. In unserem Alter könnte es etwas langsamer vonstatten gehen. Aber sind wir ehrlich, wir leben noch in einer wunderbaren Zeit. Es gab noch keine Generation, die so komfortabel alt geworden ist. Es gibt die ersten guten Ersatzteile und so weiter und so fort. Und es gibt eine Industrie, die will uns eine Illusion verkaufen, dass das irgendwelchem Zeug besser geht. Das ist die eine Möglichkeit, damit umzugehen. Die andere ist es, einfach so zu akzeptieren, wie es ist. Es ist halt so. Also gut. Ich sehe ein junges Mädchen, sehr hübsch und elegant. Sie ist ganz genau mein Frauentyp. Dann brennt es in mir, ich wäre am liebsten losgerannt. Doch die alten Knochen machen nicht mehr mit. Dann spüre ich all die Jahre, mir fehlen auch die Haare. Und ich sag nur dies. Also gut, also gut, also gut, also gut. Also gut, also gut, also gut, also gut, also gut. Also gut, ich sehe es ein. Also gut, also gut, also gut, also gut. Also gut, also gut, also gut, also gut, also gut. Also gut, ich lass es sein. Dein Umzug zu helfen, ist doch klar, da mach ich mit. Wo ist der Schrank und das Klavier? Dann hebe ich an und es kracht im Kreuzbereich. Ein Jungspund reicht zum Trost ein Bier. Dann spüre ich all die Jahre, mir fehlen auch die Haare und ich sag nur dies. Also gut, 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 ich sehe es ein. Also gut, 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 ich lasse es sein. Na klar fließt auf der Party mächtig Wein und Schnaps. Die Nacht wird heut zum Tage gemacht. Dann tränen die Augen und bei jedem Toilettengang spüre ich, ich verliere die Schlacht. Dann spüre ich all die Jahre, mir fehlen auch die Haare und ich sag nur die. Also gut, 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 ich sehe es an. Also gut, 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 ich lass es sein. Also gut, also gut, also gut, also gut.
als gut, ich sehe es ein. Also gut, also gut, also gut, also gut, ich lass es sein. Dankeschön. Applaus. Vielen Dank, Rainer Markus Wimmer. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen und ich würde mich freuen, wenn du mal wieder zu uns kommst und uns mit deinen Liedern erfolgst. Ja. Vielleicht noch kurze Informationen. Vielen Dank. Da hinten habe ich ein paar Kärtchen von mir liegen. Nehmen Sie es mit, wenn Sie mal Interesse haben, wo ich spiele oder vielleicht mich auch mal buchen möchten bei einem Geburtstag oder sonst was. Da hinten gibt es die Informationen. Vielen Dank und auch viel Erfolg. Macht weiter so. Tolle Atmosphäre. Super. Ja. Danke. Gar nicht erfreulich ist, dass der neue Bahnchef Lutz gegen alle Vernunft finster entschlossen ist, Stuttgart 21 weiterzubauen. Deshalb haben Eisenhardt von Löper und Dieter Reicherter vorletzten Freitag gegen Lutz und Pofalla Strafanzeige wegen fortgesetzter Untreue erstattet. Anzeige umfasst 25 Seiten und belegt mit 29 Anlagen die Unwirtschaftlichkeit des Projektes und somit auch die daraus anzunehmende Untreue zum Schaden der Bahn AG. Den beiden Juristen vielen lieben Dank für diese akribische Arbeit. Toll, dass wir so engagierte und kompetente Mitstreiter in unseren Reihen haben. Nächsten Montag wird Eisenhardt von Löper selber hier auf der Montagsdemo etwas zu dieser Anzeige sagen. Ah, klasse! Doch nun erklärt uns erstmal Joe Bauer, was Sache ist. Ja, schönen guten Tag, verehrte Protestgesellschaft von Stuttgart. Oft genug, meine Damen und Herren, wird über Sinn und Sinnlosigkeit unseres Straßenprotests gestritten. Aber gehen Sie einfach davon aus, solange dieser Lastwagen hier gegen Stuttgart 21 in Stellung gebracht wird, ist noch lange nicht alles gesagt. Und vorneweg muss auch klar sein, wenn wir uns alle hier nicht mehr zeigen und die Fachleute, die Architekten, Ingenieure und Juristen nicht mehr dagegen halten, dann gehen die Machenschaften und Spekulantengeschäfte vollends ungestört weiter. Dann erfährt kaum noch jemand regelmäßig vom alltäglichen Murks und der Geldverschwendung zulasten der Menschen in dieser Stadt, die weiß Gott noch ganz andere Sorgen haben als einen Tiefbahnhof, um den es in Wahrheit nur am Rande geht. Und damit komme ich gleich zu meiner Lieblingsbeschäftigung, nämlich der Auseinandersetzung mit meiner Umgebung. Vom Schlossplatz aus kann man die Fahne auf der Villa Reitzenstein sehen und das neue Schloss förmlich riechen. Vermutlich residiert unsere Regierung in solchen Häusern, um uns an die feudalistischen Verhältnisse der Gegenwart zu erinnern. In diesem Sinne hat uns die Regierung gerade wieder ihre zutiefst demokratische Haltung gezeigt. Die grün-schwarze Zunft kämpft mit offenem Visier für das gemeine Volk. Seine Durchlaucht, Herr von Kretschmann, hat den Adel des Landes zu sich und seinesgleichen ins neue Schloss geladen. Viele hielten diese Nachricht zunächst für Satire. Aber die irrwitzige Realität übertrifft ja immer öfter das Kabarett. Kretschmann erwartet zum Staatsempfang 80 Blaublütler. Die Auswahl hat er mit Hilfe der Adelsvereinigung getroffen, einer Organisation, deren Satzung Jutta Dietfurth für Demokratie und Republik feindlich hält. Frau Dietfurth hat ihren Adelstitel einst übrigens freiwillig abgelegt. Der
der Grund für den Bückling unseres katholischen Landespaters und seine Lust, sie im Glanz der Fürsten zu sonnen, ist die Tatsache, dass sich bis heute Schlösser und Wälder, Weingüter und Felder im Besitz des Adels befinden. Wie diese Leute einst zu ihren Besitztümern gekommen sind, muss ich Ihnen nicht erklären. Mit gutem Gespür für die Geschichte findet die Audienz bei unserem grünen Schützenvereinsmeier ziemlich genau 500 Jahre nach den Bauernkriegen statt. Die Bauern hatten einst bei ihren Existenzkämpfen das kleine Problem auf Befehl des Adels beraubt, ausgeplündert und massakriert zu werden. Diese Machenschaften endeten erst im 20. Jahrhundert, also nur einige Jahrzehnte, bevor sich Kretschmann den Aufständischen des Kommunistischen Bundes Westdeutschlands anschloss. Ein wenig schade finde ich, dass nach dem Empfang des Adels im Neuen Schloss nicht noch eine Siegesparade auf dem Wilhelmsplatz abgehalten wird. Dort haben die Herrschenden einst aufständische Bauern köpfen lassen. Und jetzt fragt garantiert schon wieder jemand, was das alles mit Stuttgart 21 zu tun hat. Und das ist leicht zu beantworten. Stuttgart 21 ist nur ein Beispiel dafür, wie die herrschende Politik bei uns zuallererst die Besitzenden und Reichen, die Investoren und Spekulanten hofiert. Erst in jüngster Zeit wird von der Politik das Thema günstiger, bezahlbarer Wohnraum überhaupt wahrgenommen. Warum wohl? Seit mehr als 20 Jahren ist die Politik mit Stuttgart 21 beschäftigt. Mehr als zwei Jahrzehnte hat dieses für den Verkehr völlig unsinnige Projekt enorme politische Energien gebunden und verblasen und noch mehr Steuergeld verschlungen. Wer pausenlos damit beschäftigt ist, ein solches Baumonster durchzuprügeln, ist nur noch hinter dem Geld her und hat kein Interesse an einer vernünftigen Stadtplanung. Mit dem rigorosen Profitdenken rund um S21 hat man die Macht der Investoren noch einmal gestärkt und unverschämterweise behauptet, der sogenannte freie Markt werde die bedrohliche Wohnungsnot verhindern. Mit dem Ergebnis, dass immer mehr Menschen mit durchschnittlichen und kleineren Einkommen aus der Stadt vertrieben werden. Der Bau von Sozialwohnungen wurde vor langer Zeit eingestellt. Und die Mietgrenze für sogenannte Sozialwohnungen hat man erst unlängst von 7,5 Euro auf 9 Euro pro Quadratmeter erhöht. Und diese Entwicklung hat sehr wohl auch mit einem milliardenschweren Großprojekt zu tun, dessen Profitaussichten einst der Kundschaft auf der Immobilienmesse von Cannes untergejubelt wurden und nicht etwa auf einer Verkehrsmesse. Im Übrigen gibt es immer wieder Redner auf diesem Lastwagen, die nicht nur auf den Miet- und Abrisswahn in der Stadt hinweisen, sondern auch auf die windigen Rathausversprechen. Zu Recht hat Tom Adler das sogenannte Rosensteinviertel ein Phantom genannt. Selbst wenn es irgendwann einmal gebaut werden sollte, ist leicht auszurechnen, wer davon profitieren wird. Ganz sicher nicht Menschen in der Gehaltsklasse von Krankenschwestern und Krankenpflegern, die heute in unseren Krankenhäusern unter einem unverantwortlichen Personalabbau leiden und sich die Mieten in der Stadt sowieso schon lange nicht mehr leisten können. Wie die herrschende Politik mit unseren Städten umgeht, verdeutlichen Sätze, die der Architekt Christoph Meckler in einem Essay zur Stadtplanung in der FAZ geschrieben hat. Ich zitiere: Wenn wir durch die von Planern angepriesenen neuen Stadtviertel hinter den Bahnhöfen von Stuttgart, Zürich oder Frankfurt gehen, die ihre Urbanität
und Zukunftsfähigkeit glauben, schon mit ihrem Namen Europaviertel nachweisen zu können, fröstelt es uns angesichts der abstoßenden Kälte und Langeweile, die uns in den ungefassten Stadträumen entgegenschlägt. Genau genommen, sagt der Architekt, sind es auch keine Stadträume, sondern Resträume, die zwischen den von Architekten geplanten und neu errichteten Häusern erhalten bleiben und von Landschaftsplanern mit gepflasterten Wegen, Kinderspielgeräten, Bänken, Büschen und Bäumen aufgefüllt werden, damit sie gegenüber dem Bürger in ihrer räumlichen Belanglosigkeit noch irgendwie zu rechtfertigen sind. Zitat Ende. Und selbstverständlich gibt es Zusammenhänge zwischen den sozialen Verhältnissen, dem politischen Klima und dem Rechtspopulismus in der Stadt. Und aus Kreisen von S21-Gegnern immer wieder mal zu hören ist, das Thema Rechte und Nazis gehöre nicht auf S21-Demos, sage ich jetzt mal ganz einfach. Rassisten und Sympathisanten rechtsextremer Gesinnungen und Parteien haben hier nichts zu suchen. Eine demokratische Bürgerbewegung wie diese gegen Stuttgart 21 muss sich gegen rechts engagieren und für die demokratischen Rechte kämpfen. Selbstverständlich sind die Stadtplanung und die Wohnungsnot der Gegenwart nicht allein ein Stuttgarter Problem. Tatsache aber ist doch, dass sich die totale Konzentration auf S21 das Profitdenken in dieser Stadt spiegelt. Mit Stadtplanung, mit Rücksicht auf die Bedürfnisse der Menschen hat das nichts, aber auch gar nichts zu tun. Dazu passt ganz gut, dass jetzt eine Gruppe halbwegs Prominenter die Initiative Aufbruch Stuttgart gegründet hat. Es geht ihnen lediglich um eine uralte Idee, die sie aufwärmen und mit viel Getöse als neu verkaufen, nämlich um die Standortaufwertung der Hochkulturmeile zwischen Staatsgalerie und Staatstheater. Bekanntlich läuft man nach dem Verlassen der Staatsgalerie Gefahr, von einem Lastwagen überrollt zu werden. Warum aber sagen diese Leute kein Wort zum gewalttätigen und wahren Aufbruch in dieser Stadt, nämlich dazu, wie diese Stadt durch Stuttgart 21 in Beschlag genommen und zerstört wird? Es ist außerdem ziemlich frevelhaft, wenn Sie sich wie geschehen auf den Geist Peter Konradis berufen. Nach meiner Kenntnis hat so gut wie keiner der Aufbruchleute Peter Konradi je zugehört, wenn er auf diesem Lastwagen hier über die verheerenden Folgen von Stuttgart 21 für diese Stadt gesprochen hat. Im Gegenteil, in deren Kreisen hat man S21 unterstützt oder einfach weggeschaut. Diese Montagsdemo, meine Damen und Herren, ist weiterhin wichtig, damit die Ungerechtigkeiten und Missverhältnisse in dieser Stadt nicht gänzlich vertuscht werden. Schon öfter habe ich ja empfohlen, Vokabeln wie ergebnisorientiert oder zielführend beim Protest zu streichen und sie den Marketingpolitikern zu überlassen. Konstantin Wecker zitiert zu diesem Thema eine Zeile aus seinem Lied, die Weiße Rose. Diese Zeile lautet: Es geht ums Tun und nicht ums Siegen. Und er sagt auch, Protest muss Freude machen. Das bedeutet, wir müssen den gemeinschaftlichen Spaß des Widerstands erlebbar machen. Dies machen wir, indem wir uns ohne Verbitterung und ohne die Miene frustrierter Eiferer für humanistische Werte und gegen die Allmacht und Langeweile der totalen Konsumstadt engagieren. Und da gibt es auch im Kleinen sehr viel zu tun.
Und wir wissen doch längst, dass wir fortwährend belogen werden sollen. Wie oft haben uns die Bahnmanager und die Regierungspolitiker die Propaganda aufgetischt. Von den Bau- und Boarbeiten für S21 sei nichts zu hören und nichts zu sehen und nichts zu riechen. In Untertürkheim aber hat die Deutsche Bahn verzweifelten Bürgerinnen und Bürgern geraten, wegen der Dreck- und Lärmbelästigung bei Tag und Nacht ins Hotel zu ziehen. Vielleicht sollten wir selbst ein eigenes Protesthotel für S21-Opfer eröffnen. Und wie kleingeistig muss man sein, wenn man wie der Chef der Projektgesellschaft Stuttgart-Ulm, ein Herr Peter Sturm, die Leute für dumm verkaufen will mit dem Geschwätz, Stuttgart bekomme, wörtlich, den schönsten Bahnhof Europas. Zu befürchten ist, dass er diesen Unsinn wirklich glaubt, weil sein Geschmack und seine Weltwahrnehmung entsprechend ausgebildet sind. Typisch für das Denken von Provinzlern ist immer der Gebrauch von Superlativen und der Vergleich ihrer Stadt mit unvergleichbaren Städten, am besten gleich mit den Metropolen der Welt. Bezeichnend, wenn Rathausplaner neuerdings ausgerechnet im Abgas vergifteten Autokessel von Flaniermeilen labern und als Vorbild die fußgängerfreundliche 4,2 Millionen Stadt Melbourne nennen. Selbstverständlich mit dem Hinweis, neue Fußgängerwege müssten auch die Geschäfte ankurbeln. Fordern wir also zügig zur Steigerung der Lebensfreude Flaniermeilen zwischen dem Müller Neo, dem neuen Bräuninger und dem Gerber. Man könnte auf diesen Trampelpfaden zur nächsten Kasse noch eine Exklusivspur anlegen, zum Schutz gewisser Stände, am besten unterirdisch. Vermutlich geht es nicht um mehr Freiräume für Fußgänger, sondern um neue Schneisen für den Konsum. Sie alle kennen die Werbung für das Dorotheenquartier, wo sich Menschen und Marken begegnen. Wir aber brauchen keine Marken, sondern Orte und Plätze, an denen Menschen wirklich Menschen begegnen. Ständig redet man bei den kleinsten anstehenden Korrekturen im Kessel von Vorbildern wie Berlin, Wien und New York. Dieser ganze Größenwahnsinn, den wir von Stuttgart 21 kennen, hat Methode. Und dazu passt ein Proporz-Baubürgermeister namens Petzold, der den Finanzhaien nichts entgegenzusetzen hat. Und vor diesem Hintergrund, liebe Freunde, schaue ich ganz angetan auf unsere kleine Gemeinde des Protests, in der Hoffnung, dass wir weiterhin die Stuttgarter Realitäten erkennen und die Dinge beim Namen nennen. Wir müssen uns wehren gegen die Abrissmentalität in dieser Stadt, vor allem gegen den geistigen und den sozialen Rückbau. In diesem Sinne, auf der Straße bleiben. Tschüss. Neben das Warten auf seinen nächsten Flaneursalon am 17. Oktober in Untertürkheim im Club 442 zu lang ist, der kann sich auch bei ihm auf der Homepage flaneursalon.de bewegen. Da hat er fast wöchentlich neue Depeschen. Wir nähern uns dem Ende der Demo und wir suchen für heute noch Bannerträger. Wenn Sie also Zeit und Lust haben, einen Banner mitzutragen, gehen Sie bitte vor. Der Demozug wird heute begleitet, wie immer, glücklicherweise von der Capella Rebella und der Lokomotive Stuttgart. Er geht über die Königstraße bis vor zur Mahnwache
Dort in dem linken Teil vom Gehweg findet der Schwabenstreich statt und damit endet die Demo. Kommen Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Montag. Oben bleiben.